Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Last of Us. So, im letzten Part sind wir hier durch die U-Bahn durchgeschlängelt, haben ein paar Viecher gekillt und ja, da wollen wir jetzt raus. Okay, na los. Hol mal hier die Leiter und dann sollte das eigentlich soweit passen. Mach nur schön Krach. Muss ich vorgehen oder geht ihr vor? Ja, ich bleib hinten. Gnade ist gezogen. Und ich bin mir fast sicher, dass wir hier wieder Ärger kriegen, oder? Okay, hier sehe ich jetzt tatsächlich noch nichts zum Looten. Ich bin hier in absoluter Loot-Mission. Oh Mann! Wir haben es tatsächlich geschafft! Ja, entspannt. Alle okay? Ja, gehen wir. Aber ja, ganz schöne Profis. Das nennt man Glück. Und es hält nicht ewig. Recht hat er. Glück hält leider nicht ewig. Aber man sieht, er hat schon eine sehr düstere Weltanschauung. Aber klar, er hat seine Tochter verloren. Und dass man da ein bisschen pessimistisch wird, glaube ich, ist durchaus nachvollziehbar. Aber ich schaue mich jetzt hier trotzdem noch schnell um. So viel Zeit muss sein. Weil das sind eigentlich immer die Spots, wo es richtig geilen Stuff gibt. Da, wo man nicht hingeht. Und danach darf man sich in den Kommentaren anhören. Alter, schau dir doch die Spots an, die sind wichtig. Du Depp. Naja, so oder so ähnlich. Aber ne, stimmt schon, man muss sich hier wirklich echt gründlichst umgucken. Vor allem, wie gesagt, im späteren Spielverlauf wird das Zeug echt Mangelware. Ey, das schaut aber so geil aus. Gefällt mir echt gut. Das Hochhaus hat ja auf jeden Fall schon mal bessere Tage gesehen. Zum Rathaus geht's da lang. Ja. Schon klar. Aber trotzdem, gucken und so, ihr wisst. Gucken und looten. Looten und gucken. Nö. Gar nicht. Ich bin schon dabei. Ich guck, ob wir was finden. Ich würde ja gerne sein Auto nehmen. Okay, da kann ich ins Gebäude rein. Aber ich höre doch Stimmen irgendwo. Ja, da drin höre ich auf jeden Fall Stimmen. Also eine mit Bauchschmerzen. Das hab ich schon mitgekriegt. Okay. Dann würde ich sagen, ich verstecke mich mal hinterm Auto. Geht mal weg. Komm mal hierher. Kommen Sie? Eine auf jeden Fall. Okay, so war das nicht geplant. So war das nicht geplant, verdammte Axt. Naja. So kann man es auch machen. So. Meine Pläne, die funktionieren okay. Wirklich gut. Sie sind neu infiziert. Sie sind gerade erst verwandelt. Das heißt, dass hier noch mehr davon sind. Toll. Wir müssen weg. Toll. Das funktioniert echt gut. Ich brauche einen Stein. Verdammte Axt. Naja, wenigstens hatten die Munition. Und meine Latte und beziehungsweise meine Stange ist im Sack. So, sind da jetzt noch mehrere? Glaube fast nicht. Ey, komm schon, gib mir eine Holzlatte oder irgendwas. Kann doch nicht so viel verlangt sein. Oder eine Stange. Ich bin eigentlich echt nicht wählerisch. So, nehme ich. Das heißt, ich kann. Na, machen wir nochmal klingeln. Ich lasse jetzt hier definitiv nichts zurück. So,
Hier einmal klingen bitte. Und dann kann ich den dort hier auf jeden Fall noch mitnehmen. Hier drüben ist eh nichts drin. Wieso bin ich eigentlich geduckt? Und meine Taschenlampe funktioniert. So. Okay, dann mal los. Von der anderen Seite wäre besser gewesen, würde ich jetzt sagen. Aber geht so auch. Helft mir bloß nicht. Wäre uncool, wenn ihr mir helfen würdet. Jetzt habe ich da Dreck vor mir. Okay, da soll ich es wohl nicht positionieren. Okay. Das schaut aber gut aus. Klettert hoch. Wollt ihr euch helfen? Habt ihr Lulu in den Augen? Ellie, du darfst auch. Okay. Meine Spider-Man-Sinne sagen, hier ist gerade nichts. Kommt wahrscheinlich noch. Habe ich hier eine Stange? Habe ich hier eine Stange? Habe ich hier eine Stange? Jetzt geh mir. Oh, Tess. Oh. Joel, hier drüben. Ja, hier drüben, du mich auch. Ich schau mich erstmal um. Nö. Ist aber nichts zu finden. Irgendwo kann ich die Waffen noch finden. Wir gehen durchs Gebäude. Ja, das lief ja toll letztes Mal. Sorry, ich meine ja nur. Zicke. Gut. Legen wir los. Macht fast keine Geräusche. Alles bestens. Hört keiner. Was? Ich höre nichts. Okay, Beeilung. Na super. Sie kommen. Ich weiß. Wie sind die da jetzt reingekommen? Toll. Dreht euch vielleicht mal um. Du hast da was am Schuh. Eklig. Tja, da bin ich wohl außersehen in Infizierten getreten. Okay, wie kommen wir hier wieder raus? Ja, da nicht. Finden wir es raus. Würde ich sagen. Tess ist mir ein bisschen zu optimistisch, muss ich sagen. Die ist immer so, ja, komm, finden wir es raus. Marlene glaubt, du bist immun? Ja, das ist ihre Meinung. Wie kam es zu dem Biss? Man Modifizierung. Nicht auf Infizierte, wenn man sich an die Regeln hält. Ja, ich schlich weg. Ich war auf diesem Militärinternat. Wie bitte? Naja, die Stadt erkunden. Ich wurde im Einsatzzentrum gebissen. Es ist doch komplett abgesperrt. Wie bist du da reingekommen? Ich kannte Wege. Naja, einer dieser, was ihr Runner nennt, bis zu. Und so kam das. Verstehe. Tja. War Marlene bei dir, als das passierte? Nein, ich bin danach zu ihr gegangen. Erstaunlich, dass sie dich nicht erschossen hat. Hätte sie fast. Okay. Wie es ihr wohl geht? Können wir jetzt die Geschichte... Ich sagte doch, alles wird gut. Sind wir mit der Geschichte durch? Ich würde gerne an die Werkbank. Danke. Okay. Habe ich doch gesagt, ich kann hier Sachen modifizieren. Pistole. Halfter für eine zweite Pistole. Ich brauche Werkzeug. Da brauche ich Werkzeug dafür. Wo kriege ich Werkzeug? Das finde ich irgendwo, glaube ich. Ich habe nur 15 Teile im Übrigen. Nachladetempo. Naja. Das würde mir tatsächlich interessieren. Das würde mir interessieren. Aber mir fehlt Werkzeug. Nee, da machen wir noch nichts. Dass es jetzt nichts gibt, das hat mir jetzt schon gewundert. Gut, an Werkbänken können wir auf jeden Fall die Waffen optimieren. Habt ihr jetzt gesehen? Und nachher bei den Snipern macht das tatsächlich auch Sinn. Aber hier,
eher weniger. Auf welcher bin ich denn eigentlich unterwegs? Bin mit der unterwegs, okay. Ich war mir gerade nicht ganz sicher. Gut, gehen wir weiter. Also hier geht's auf jeden Fall weiter. Scheint auch sauber zu sein. Gut. Nehme ich mit. Ich weiß noch nicht mehr, welche Waffe besser war. Der Revolver oder die, die wir jetzt gerade in der Hand haben. Ich habe keine Ahnung, wie sie heißt. Leider nichts drin. Und hier auch nicht. Da geht's lang. Und da geht's lang. Ob das eine gute Idee ist? Ja, ich denke, das ist okay. Ich denke, das ist okay. Okay, hier wird es dann hochgehen. Alles klar. Mach nicht so einen Krach. Sorry, das war ich. Tess. Sorry. Komm, bleib da bei mir. Dass das hier verbarrikadiert ist, ist wahrscheinlich kein gutes Zeichen, oder? Da hinten jemand drin ist. Hallo? Ist hier jemand? Schaut nicht so aus. Okay, hier gibt es, glaube ich, nur Stuff, oder? Oder halt eben auch nicht. Ich hätte Stuff geben können. Wenn es welchen gegeben hätte. Hey, ja, sag ich nicht nein. Perfekt. Es gab Stuff. Ich nehme meine Beschwerde zurück. Und hier komme ich nur wieder in den Anraum, oder? Jawolski. Alles klar. Easy. Das heißt, ab nach oben. Also bisher habe ich jetzt nichts gehört, was ungut und ungesund für uns wäre. Was ist denn das hier? Altes Museum. Manche Sachen hier sind Jahrhunderte alt. Wirklich? Ja, wirklich. Wow. Und manche Sachen sind gar nicht so alt. Die kann ich mitnehmen. Und verbauen. Okay, da wird es weitergehen. Ich vermute mal, dass das der offizielle Weg ist. Na hey, das Museum wird irgendwann mal auch wieder interessant werden, wenn... irgendwann mal sterben doch die Clicker und die Runner doch sicher auch. Die leben doch mit Sicherheit auch nicht ewig. Und dann, glaube ich, wird das ja auf jeden Fall wieder interessant werden. Mist. Naja, so schlimm ist jetzt auch nicht. Da hinten gibt es einen Weg. Und eine verdammt unheimliche Puppe. Gut, gehen wir weiter. So, hier einmal schütteln bitte. Okay, aufpassen, schnell. Los, 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 los! Scheiße! Joel! Ich lebe! Ich werde außen rumgehen! Wir sind hier! Tess! Renn! Renn! Scheiße! Fuck! Toll! Geil! Ich werde außen rumgehen müssen. Na, super. Na, super. Kann ich besser werden? Wie viele sind's wohl? Ach, das ist ein Klicker. Okay. Da ist noch einer. Ich glaube, das sind aber nur Klicker. Ich mag Klicker eigentlich lieber. Okay, hinter mir ist keiner mehr.
Ich hol die weg, Leute. Die machen mir nur Ärger. Die machen mir nämlich nur Ärger. Hier drin ist keine, oder? Tess! Tess! Scheiße! Ja, ich such sie gleich. Entspann dich. Und weg ist er. Okay, da ist noch einer. Und ich glaube, das war's dann eh. Naja, den einen holen wir noch. Komm. Da hinten ist er. Ja, mal hier rum. Und bitte du, mein Freund. So, ich habe aber keine Messer mehr. Und das ist eher ungut. Eins hätte ich auf jeden Fall gerne. So. Aber ich glaube, das war's. Das heißt, ich kann hier auf jeden Fall wieder... Und ich habe eine Latte, Leute. Ich habe eine Latte. Ist das geil. Ich habe eine Latte. Das ist ein gutes Gefühl. Ich würde lieber hier so einen Pferdefuß nehmen. Aber eine Latte ist auch eine schöne Sache. Fühlt sich gut an. Eine schöne harte Latte. Super. Wobei ich hätte lieber ein Rohr. Man hört sich das dämlich an. Okay. Auf jeden Fall sauber gemacht. Dann schauen wir mal ganz kurz hier noch in die Ecke. Da ist dann noch eine Tür. Alles klar. Und hier waren wir, hier gab es nichts mehr. Aber da war eine Küche oder irgendwas, wo wir uns vorher versteckt hatten. Da wird es so irgendwas geben, oder? Irgendwelche Leckereien. Perfekt. Perfekt. Das heißt, ich kann direkt noch eine herstellen. Also zwei davon ist nicht verkehrt. Und eine dritte muss nicht unbedingt sein, weil wir könnten theoretisch auch eine finden. Also eine fertige Klinge, meine ich. Die kann man irgendwann mal mit Fähigkeitsbüchern auch upgraden, dass die mehr als ein Stich halten, wenn ich mich recht erinnere. Aber oh, es ist echt lang her. Wann wurde ich denn so verletzt? Wann ist das denn passiert? Toll. Na bitte. Na bitte. Was habe ich hier? Oh. Katsching, Leute. Okay, hat sich rentiert. Hat sich rentiert. Was haben wir hier? Ammo ist voll. What? Damn it. Aber ansonsten hat sich trotzdem rentiert. Pillen. 10 brauchen wir noch, dann ist können wir unsere Gesundheit. Das hier würde mich halt auch so interessieren. Das hier wird später wichtig. Und das ist auf jeden Fall wichtig. Aber ich glaube echt erstmal auf Gesundheit. Erstmal auf Gesundheit, Leute. Damit leben wir länger. Gut, sonst gab es jetzt hier nichts. Bist du? Du bist meine kaputte Klinge, oder? Schaust aus wie ein Handy. Okay, dann ist hier hinten noch eine Türe gewesen. Da hinten gab es keine, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Gab es hinten noch eine Tür? Ja, da gab es auch noch eine Tür. Aber das führt doch nur in den großen Raum rein, oder? Ja. Das ging nur in den großen Raum rein. Leute, zwei ist besser als eine. Okay, dann schauen wir mal hier rein. Haben wir hier noch Leute drin? Okay. Schaut ungefährlich aus.
Und nichts zum Looten. Kein Loot. Schade, schade, schade. Ah. Okay, der fightet da. Ah, da verstecken sie sich wahrscheinlich, meine zwei Ladies. Fuck, ich wollte nicht mit einem Messer. Oh, fuck! Mir geht's gut. Leute, hier! Das Mädchen! Scheiße! Scheiße! Ich hab ne Latte, ich kenn mich aus mit Latten. Irgendeiner ist hinter mir. Komm. Und. Komm schon, Leute. Wie viele sind's denn? Okay. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. So. Der ist weg. Aber hinter mir ist einer. Und weg ist er. Das war verdammt knapp. Findest du? Ich hatte jetzt ja keine Lust mehr, mich durchzuschießen, weil das hätte eh nichts gebracht. Ich meine, ich hätte nur Munition verloren. Da war der Fistkampf, glaube ich, jetzt tatsächlich die bessere Wahl. Ich will mich aber da hinten gerne noch umgucken, Mädels. Also, ja, entspannt euch mal ein bisschen. Oh, sie sagt Oh Mist. Ich hasse es, wenn sie Oh Mist sagt. Ah, hier ist scheinbar echt nichts drin. Oh Mann, wieso sagt sie Oh Mist? Jace, ist bei dir alles okay? Nur etwas erschöpft. Hier lang. Ja, ja. Hier geht's aufs Dach. Ich schau mich nochmal ganz kurz um. Ey, nur Flaschen und Steine, ey. Das gibt's doch nicht. Gib mir doch irgendwas Nützliches. Irgendetwas, mit dem ich was anfangen kann. Nee, in die Richtung nicht. Ich dachte, vielleicht gibt es hier irgendwas Schönes. Aber meine Freunde, wir sind schon wieder am Ende des heutigen Parts. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Bewertet das Video, schreibt fleißig Kommentare. Und wie immer, abonniert meinen Kanal. Würde mich megamäßig freuen. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao.